Oh. 10. Juli 1866, 9.38 Uhr. In dem Büro des Richters befinden sich einige Gegenstände aus unserer Zeit. Es drängt sich der Verdacht auf, dass der Richter eine weitere Transformation des Bösewichts ist. Den wir suchen. Schnell weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Schuld und Sühne! Oh, wir sind im Büro. Ziel? Finde Beweise für Dr. Corbins finsteren Plan. Es ist nicht im Büro der Akademie. Wohin könnte er verschwunden sein? Es wäre gut, wenn wir seinen Computer finden. Er ist bestimmt irgendwo versteckt. Elf Uhr zwanzig? Ah, Computer. Zutritt gewährt. Das war ein einfacher Code und ich habe nur geraten. Wir müssen alles Mögliche einsammeln jetzt? Warum eigentlich? Finde Gegenstände von den aufgelisteten Kunstwerken. Ach so. Der Behälter lässt sich mit Hilfe der Kartenschlüssel öffnen. Schlüsselkarte. Ah. Aua. Romy und Julia, Gift. Ist das nicht Gift? Dann Herz. Entführung von Häuptling Rothaut Tomahawk. Okay, ein Tomahawk suchen wir. Und wir suchen Gift. Und wir suchen eine Schlüsselkarte. Ist das ein Tomahawk? Nein. Ist das eine Schlüsselkarte? Nein. Das ist nicht so ganz einfach. Das ist doch bestimmt die Giftflasche. Ach nee, das ist ja überall. Gift. Ach, das ist das. Ach ja. Ich. Gift. Ach, das sind zwei Stühle im Hintergrund. Gift. Das ist doch das... Kann ich noch nicht benutzen. Füllt sich noch auf. 11.20 Uhr ist mir mittlerweile klar. Doch ich brauche immer noch eine Schlüsselkarte und Gift. Ah, eine Schlüsselkarte. Gift. Es sieht so aus, als hätte er mit der Umsetzung eines ehrgeizigen Plans begonnen. Und er konnte bereits eine Menge der Tat umsetzen. Wir müssen ihn um jeden Preis aufhalten. 14. August 2058, 16 Uhr. Die Untersuchung des Falls Rodion Raskolnikow befindet sich kurz vor ihrem Abschluss. Wir wissen, dass Raskolnikow leicht zu begeistern ist und sich von neuen liberalen Ideen beeinflussen lässt. Er wurde von Dr. Corbin, der sich in verschiedene Charaktere transformiert hat, provoziert. Dr. Corbin vertrat die Theorie,
dass das Entfernen gewisser Menschen aus der Gesellschaft unerlässlich für das Glück von die erste Untersuchung des Lebensstils des Verdächtigen ist abgeschlossen, was? Glück von? Können wir irgendwie scrollen? Ich weiß nicht. Okay. Wenn man scrollt. Gia 2058. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Mission erfolgreich abgeschlossen, obwohl Corbe verschwunden ist, wissen wir jetzt doch jetzt, dass derjenige war. Ich kann die Geschichte von Rodian einfach nicht vergessen. Ich frage mich, wie es ihm wohl gerade geht. Ich habe auch an ihn gedacht. Statten wir ihm einen Besuch ab. Sibirien, Russland, 1862. Rodin und hat den Mord an den Pfandlängern und der Schwester Lisabeth gestanden. Aufgrund seiner Geständnisse wurde ihm Straferleichterung gewährt. Folgte ihm nach Sibirien. Seit dem Verbrechen sind beinahe 1,5 Jahre vergangen. Ich hab's mal geschafft zu lesen. Schuld und Sühne. Epilog. Sibirien, Russland. Alex, hast du je einen Bären von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden? Keine Panik, wir sollten versuchen, ihn mit Nahrung zu beruhigen. Honig, Fisch, Wasser. Das wird ihn ja auch gerade mal auffallen. Schaufel haben wir schon mal. Feder. Was könnte das bei sein? Da ist etwas unter der Schneeverwirrung verborgen. Ah, Fische. Persönlich immer noch Honig. Wir brauchen einen Eimer, um Wasser hineinzufüllen. Honig! Okay. Habt ihr schon die Feder und das Teil gesehen? Ich nicht. Und ich wollte nämlich wissen, wie das Ganze ausgeht für ihn. Geben wir den Bären erstmal ruhig. Wasser und ein paar Fische. Jetzt ist er wieder zufrieden und wir können ins Haus gehen. Hallo, Sonja. Hallo, Rodion. Hat gerade die Sauna vorbereitet. Es tut gut, nach einer Reise eine Sauna aufzusuchen. Das haben wir alles, was man benötigen könnte. Was? Den Igel natürlich. Die Katze. Oh, das ist ja. Und da ist er auch. Da können wir weiterlesen. Kapitel 24. Pulchia Alexandrowna umarmte ihn stumm, drückte ihn an die Brust und weinte leise. »Was mit dir ist, Rodia, weiß ich nicht«, sagte sie endlich. »Ich dachte die ganze Zeit, dass wir dich einfach langweilen, aber jetzt einsehe ich es auch, jetzt sehe ich es auch aus allem, dass dir ein großes Leid bevorsteht und dass du dich darüber grämst, Rodia, Rodia.« »Wo willst du denn hin? Verreist du vielleicht irgendwo hin? Leben Sie wohl, Mamachen.« »Wie, heute schon?
rief sie aus, als verließ sie ihn für alle Ewigkeit. »Ich kann nicht. Es ist Zeit für mich. Ich muss dringend. Und ich darf nicht mit? Nein!« »Knien Sie nieder und beten Sie für mich zu Gott. Ihr Gebet wird vielleicht erhört werden. Lass dich bekreuzigen, dich segnen. Ja, so, so. Oh Gott, was tun wir?« »Und sie hat ein Kind und der Typ...« »Nein!« »Nein.« »Das brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir. Kräuter brauchen wir.« Hier noch so ein Tuch. Ich habe nichts gehört. Fragt er mich, ob es geklingelt hat, als ob ich das mitbekommen. Was für ein Henker sind und Schaffellmantel? Okay. Achso, Schuhe? Socke? Ja. Kappe? Socke? Kappe? Kappe? Socke? Schür, kennt das Ding nicht? Oh, okay. Holz nicht? Den Eimer? Schürhaken? Müsste eigentlich hier drin sein. Komm, eine Geige kann man doch immer gebrauchen. Schürhaken? Schöpfkelle? Fässer? Fäustlinge und Kappen? Fäustlinge. Ich glaube auch. Kappen? Ah, alles erledigt. Gut. 2 Stunden später. Rodion und Alex sind noch immer in der Sauna. Ich werde dir helfen. Okay, dann wollen wir mal den Tisch decken. Moment, Moment, Moment. Um es mal... Rodion hat eine alte Frau gemordet, weil ihn jemand aus der Zukunft dazu angestiftet hat. Das haben sie alles aufgeklärt, derjenige ist aber geflohen. Und der Rodion hat aber das Geständnis, dass er es war. Jetzt ist er in Sibirien und ist in der Sauna mit dem Alex, mit dem Agenten Alex aus der Zukunft. Einfach mal so? Muss ich nicht verstehen. Okay. Ja. Dann machen wir einfach mal den Tisch fertig. Draußen, es scheint nicht zu sein, es scheint alles hier drin zu sein. Honig, Löffel, Bagels, Bagels. Bagels. Löffel, Bagels, was ist Samovar? Das war irgendwas anderes. Honig, Bagel, das war ein Löffel? Muss ich verstehen. Das waren Bagels? Honig? Honig? Und was ist Samovar? Das kenne ich nicht. Okay. Wow, hier sind eine Menge Nahrungsmittel. Jetzt brauchen wir nur noch Musik. Ah. Trommel? Flöte? Aha. Rodion, wir wissen, was tatsächlich mit der alten Frau passiert ist und möchten dir es erzählen. Um Himmels Willen, es ist seitdem so viel Zeit vergangen. Wir wollen die Geschichte am besten einfach vergessen. Holz schlagen. Real Fly Games. Projektmanager.
Okay, das war ein ziemlich langes und interessantes Würmelspiel, muss ich sagen. Und mir ist das Ende nicht so ganz klar geworden, der Epilog. Aber okay. Diese netten Herren hier, die haben sich sicherlich sehr viel Mühe gegeben. Und Mikhail Kochkin. Und hier die Karina Koschinki. Und die Tanja Semenova. Julia Paschkova. Olga Kapitunova. Okay, Ekaterina Evaseva. Serfima Papulina. Maria Sandler. Andrei Komorov. Maxim Brusinski. Und dieser Schnicke her ist Dennis Barton. Leitung Finanzwesen. Ende. Und das war jetzt auch wirklich das Ende. So, das ist mal wieder ein ganz anderes Let's Wirbel. Fand ich interessant von der Story her. Schuld und Hühne. Sühne. Und jetzt würde ich gerne mal nachschlagen. Das Buch gibt es ja angeblich wirklich. Jetzt habe ich ja hier so ein Buch mit 24 Kapiteln. Ah, hier könnte ich sogar das, was mir fehlt, jetzt suchen gehen. Aber das brauchen wir nicht. Gut. Danke fürs Zusehen. Und mich hat dieses Let's Wirbel auch total überrascht. Und ich habe noch zwei, glaube ich, im Petto, die ich spielen könnte. Also, ich werde euch, wir werden, also ich, vielleicht auch mit meinem Freund wieder zusammen, der gerade aber was ganz anderes macht, was auch wichtig ist. Vielleicht werdet ihr aber bald wieder ein Let's Wirbel sehen. Ciao!